für das hasst, was ich tue. Ich pflücke jene aus der Mitte eurer wimmelnden Masse, die ihr liebt. Ich füge ihnen Schaden zu, bis sie tot sind. Mit den schmerzvollsten und verderbtesten Mitteln, die es nur gibt. Im vollen Bewusstsein dessen, was ich tue. Mit mir ein lyrisches Kräftemessen. Dumme Idee, so ganz ohne stichfeste Kevlarweste. Sicheren Reserven von spezifischen Spenderzellen und diversen Tiefsitze der psychischen Resilienz. Spar dir das. Besser wäre, du gehst in die Defensive. Denn ich entstamm noch der alten Ära der Battle liegen. Und wie ich mit Text ins Spiel kann, retardierend eskaliert, weil ich wie Ephedrin und Lethargie gefährlich wechselwirke. Köpfe platzen, sowas nenn ich Trefferfeedback. Ich lass Tränen noch degressiver als Gletscher fließen. Wetterdienste warnen vor den Folgen für den Meeresspiegel. Doch um mich deshalb schlecht zu fühlen, hab ich viel zu wenig Empathie. Ich stürz ganze Familien in existenzielle Krisen. Denn eine Kette ist nur so stark wie ihre schwächsten Glieder. Sieh mal, wenn sie mich nur kurz Luft holen lassen, modellier ich vor den Augen einer Kunsthochschulklasse aus deinem Organismus eine mundtote Masse. Was am Ende von dir bleibt, ist eine blutrote Paste, an der Duftnoten haften, bei den Putztrupps erblassen. So wie Uhren aus Plastik, die in Fundgruben landen. Literat wie Marquis de Sade. Ab hier starten deine 120 Tage von Sodom. Ich halt dich an der Hundeleine, knall dich mit der Bullenpeitsche einmal quer durch die Kathedrale des Molochs. Rostrot gefiltertes Stroboskoplichter, Psychological Horror wie Wizard. Ein Literat wie Marquis de Sade. Ich bin Dichter und Henker, ich bin Poetry Killer. Ich bin dein Angstgegner, schreibe nicht nach Standardschema. Und würde ich für jemanden ghostwriten, wär ich Waffenhehler. Ich muss mich lang nicht mehr beweisen in der Kampfarena. Wenn ich antrete, dann nur wegen paraphiler Parameter durch ein paar Charaktermetadatenfehler. Doch ich akzeptiere, was ich bin, ein underrateder Alleskönner, der dein Dasein fachgemäß mit Damaszener Stahl, während du schreist, in höchsten Tönen beendet wie ein Dankesredner. Ich feier Siege nicht in Champagnerbädern, sondern geh zum Starbucks-Tresen und sag: Schreib mir Ripper auf den Kaffee Krämer. Für Horrorcore mit Eloquenz bleib ich der Blueprint. Bei dir ist noch Luft nach oben, bei mir wird die Luft dünn. Jeder Text liest sich wie ein preisverdächtiger Kurzfilm und treibt Renommisten eingeständigen die Bredouille. Mucke ist ein Side-Business, in erster Linie Hobby. Und nimmt man es genau, mach ich nur dezentriertes Mobbing. Ich geb mir euren Content nur gezwungenermaßen, weil mein Content davon lebt, andere runterzumachen. Wen oder was, egal, weil ich noch nie in Schubladen dachte. Ihr seid für mich alle die gleiche Untermenschung. Ja, gute Nacht. Literat wie Marquis de Sade. Ab hier starten deine 120 Tage von Sodom. Ich halt dich an der Hundeleine, knall dich mit der Bullenpeitsche einmal quer durch die Kathedrale des Molochs. Rostrot gefiltertes Stroboskoplichter, Psychological Horror wie Wizard. Ein Literat wie Marquis de Sade. Ich bin Dichter und Henker, ich bin Poetry Killer. Literat wie Marquis de Sade. Ab hier starten deine 120 Tage von Sodom. Ich halt dich an der Hundeleine, knall dich mit der Bullenpeitsche einmal quer durch die Kathedrale des Molochs. Rostrot gefiltertes Stroboskoplichter, Psychological Horror wie Wizard. Ein Literat wie Marquis de Sade. Ich bin Dichter und Henker, ich bin Poetry Killer. Jede Folter ist wie ein Gemälde. In der Farbe des Schmerzes. Das hier jedenfalls könnte man der bevorstehende Schrei nennen, wenn es ein Kunstwerk ist.